Beton ist ein wahrer Superbaustoff. Er ist flexibel einsetzbar, robust und damit langlebig. Schon die alten Römer verwendeten für ihre Bauwerke einen Baustoff, der dem heutigen Beton sehr ähnlich ist. Ihr Pantheon zum Beispiel, vor fast 2000 Jahren erbaut, steht noch heute. Beton ist der weltweit am meisten verwendete Baustoff. Doch Beton hat einen Nachteil, seine Herstellung ist klimaschädlich. So ist die Produktion von Beton für etwa 8% aller menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich. Das Unternehmen Sonocret aus Cottbus ist angetreten, daran etwas zu ändern. Wir wollen Beton klimafreundlich machen. Wir haben eine Hochleistungs-Ultraschallanlage entwickelt, mit der wir bei der Betonproduktion 30% CO2 einsparen. Bereits vor 10 Jahren begannen die ersten Forschungen. 2018 wurde dann die Sonocret GmbH in Cottbus gegründet. Mittlerweile arbeiten hier 20 Mitarbeiter, vom Betontechnologen über Maschinenbauer bis hin zum Elektrotechniker. Eher zufällig stießen die Forschenden auf ein spannendes physikalisch-chemisches Phänomen. Mit Hilfe von Ultraschall lässt sich die Aushärtung von Beton beschleunigen. Bei der Behandlung kommt es zur Kavitation, also zur Bildung und Implosion winziger, mit Wasserdampf gefüllter Bläschen. Die Folge: Die Zementpartikel verteilen sich besser, der Beton härtet schneller aus und es wird weniger Zement benötigt. Wir haben diese wissenschaftlichen Grundlagen erforscht, verstanden und patentiert und daraus in den letzten 5 Jahren unsere Sonocret-Anlagen entwickelt, mit der das Verfahren industriell angewendet wird. Theoretische Grundlagenforschung können viele, aber das Team von Sonocret hat geschafft, woran viele Start-ups scheitern: eine Maschine zu bauen, die sich auch in der Praxis bewährt. 6 Meter hoch, mehrere Tonnen schwer, vollgepackt mit Tanks, Pumpen, Steuerungstechnik und mehreren Hochleistungs-Ultraschallgeräten. Mit der Maschine wird das neue Verfahren problemlos in die Betonproduktion integriert. Sonocret verkauft oder vermietet seine Anlagen. Eingesetzt wurde die Technik bereits beim Bau des Instandsetzungswerkes der Deutschen Bahn in Cottbus. Mit der Anlage von Sonocret spart der Betonhersteller auch hier Zement und damit Kosten. Zusätzlich profitiert das Klima von einem um 30% verringerten CO2-Ausstoß. Das Cottbuser Verfahren ist weltweit einzigartig. Nach langer Forschung ist es Sonocret gelungen, den Beton ein Stück grüner zu machen. Und das bei geringeren Kosten und gleichbleibender Qualität des Betons, wie zum Beispiel seiner enorm hohen Druckfestigkeit. Unser Verfahren ist bei allen Formen der Betonherstellung anwendbar, zum Beispiel bei Fertigteilbeton oder Transportbeton. Und in den nächsten Jahren planen wir 1600 Anlagen zu verkaufen.